Hi, Uwe hier. Ja, und wieder bin ich unterwegs bei herrlichstem Sonnenschein. Heute bin ich eine kleine Runde in Süden von Brandenburg, schon Spreewald wieder. Bei dem kleinen Ort Kleinrossen bin ich jetzt. Das ist wirklich bloß ein kleines Dorf. Aber hier gibt es eine interessante Sache, die ich mir angeben will. Ein Hügelgräberfeld, Schweinau nennt sich das. Und noch ein paar andere Highlights vielleicht auf dem Weg. Circa 11 Kilometer habe ich mir vorgenommen. Erstmal geht es zu diesem Hügelgräberfeld, was ich euch zeigen möchte. Oder mir auch. Ich habe es ja auch noch nicht gesehen. Und dann geht es auf der Tour dann weiter. Vielleicht schön durch die Natur, an einem See vorbei. Und noch ein paar andere Sachen, die ich vielleicht sehe. Also dann, viel Spaß. Ich freue mich wieder, dass ihr mit dabei seid. Los geht's. Ja, als erstes geht es hier auf diesen Asphaltweg. Ich glaube, fast einen Kilometer rein. Und dann bin ich schon fast an dem Hügel. Gräberfeld. Ja, ich sag euch dann, wenn ich dort vor Ort bin, noch ein bisschen was dazu. Oder ich sehe irgendwelche Schilder, die da was erklären. Ist wohl einmalig in Deutschland, dieses Gräberfeld von der Größe her. Ja, schauen wir mal, was man davon sieht. Erstmal geht es hier weiter, schnurgerade auf diesen Asphaltweg. Auf der anderen Seite sind Sonnenblumenfelder. Leuchtet schön in der Sonne. Ja. Und ganz schön warm schon wieder. Das wird heute richtig heiß. Naja. Dafür ist auch Sommer. Ja, Falkenberg-Elster ist ja wohl der nächste größere Ort. Und ja, ich zeige euch gleich mal eine Karte, wo ich heute bin und wo ich heute laufen möchte. Diesmal von Komoot habe ich mir da rausgesucht was. Also, und dann die Wanderung drumherum gebaut. Ja, schauen wir mal, ob das die Wege begehbar sind. Das ist hier manchmal nicht alles so, wie es auf der Karte aussieht. Aber naja, wir werden sehen. Zumindest hier ein bisschen Schatten durch die Bäume. Und da vorne geht es, glaube ich, auch ein bisschen in den Wald. Schon angenehmer dann. Ja, schön, die Sonnenblumen da hinten. Oh, ein bisschen weit weg hier. So, jetzt habe ich es fast geschafft hier. Endet die Straße wohl. Ah, hier sieht es aus, als endet der Asphalt hier. Das ist schon mal gut. Im Kiesweg läuft sich schon ein bisschen besser. Kleines Vlies hier. Oh, bin ich mal gespannt, was wir hier heute sehen. Ja, das kleine Vlies, was ich euch gerade gezeigt habe, nennt sich Schweinert. Also wie Schweine und dann ERT noch dran. Schweinert. So, hier sieht man also schon überall Hügel im Wald. Und das sollen wohl diese Gräber sein. Aus der Bronzezeit, also ist schon eine Weile her. Und die halten sich hier ewig. Da vorne kommen auch ein paar Schilder. Da werde ich euch noch ein bisschen was dazu erzählen. Tja, natürlich sieht man hier nur kleine Hügelchen. Irgendein Grab haben sie auch mal untersucht und Grabbeigaben in irgendein Museum dann gebracht. Aber was das jetzt war, kann ich euch gar nicht sagen.
Ah, überall Hügel hier. Und gar nicht mal so klein. So, da steht viel. Ich mache euch da am besten ein Foto, was hier so erklärt wird. Hügelgräberfeld im Schweinert. So, Bronzezeit und so weiter. Die Bronzezeit Deutschlands beginnt 2. Jahrhundert bis 16. Jahrhundert vor unserer Zeit. Jungbronzezeit vom 13. bis 8. Jahrhundert vor unserer Zeit. Brandbestattung. Ach so, die Mittelbronzezeit 16. bis 13. Jahrhundert. Da sind die Hügelgräber mit Körperbestattung. Ja. Hügelgräberfeld im Schweinert. Im nördlichen Teil des Naturschutzgebietes Schweinert befindet sich auf ca. 30 Hektar Fläche als archäologisches Denkmal seit 1958 unter Bodendenkmalschutz ein Gräberfeld mit über 650 Hügelgräbern, überwiegend aus der jüngeren Bronzezeit. Aha. Tja, okay, also ist schon gigantisch hier. Warum ausgerechnet hier so viele sind? Entzieht sich mir meinen Kenntnissen. Ja, ja. In den untersuchten Hügeln wurden auf dem gewachsenen Boden eine Steinpackung vorgefunden, auf der Urnen mit den Knochen und Ascheresten der verbrannten Toten, ferner Schalen, Krüge und Tassen als Beigefäße sowie Bronzebeigaben, die als Ringe, Spangen, Nadeln, Messern, Pfeilspitzen und Perlen, zum Teil aber im Feuer des Scheiterhaufens zu Bronzeklumpen zusammengeschmolzen waren. Aha, ja. Gut, ja. Ich gehe mal ja ein bisschen noch ringsherum und dann zeige ich euch noch, was ich da sehe. Also hier auf der linken Seite vom Weg, da sind die Hügel nicht ganz so groß, aber man sieht immer wieder welche. Ich denke mal, das sind alles noch diese Gräber. Und hier liegt viel Totholz drin. Kann man nicht genauso sehen, was da drin ist hier. Ja. 650 Gräberhügel. Haben die Archäologen eine Weile gebraucht, das zu zählen hier. Aber naja, wenn man es weiß, das ist schon gigantisch hier. Überall Hügelchen. Ja, heute sind Bestattungen etwas anders. Und die Gräber auf den Friedhöfen gibt es auch nicht so lange, dann sind sie wieder weg. Aber hier die Dinger, Wahnsinn. Das ist schon erstaunlich. Totenkult. Ja, größte Hügelgräberfeld Deutschlands.
So, weiter geht's. Das nächste Highlight quasi ist so eine Wasseranlage aus dem 16. Jahrhundert. Scheidelache, irgendwie heißt das. Vielleicht steht ja auch ein Schild da. Und dann geht's von dort aus weiter zu einem See. Mit einer, also eine alte Kiesgrube ist das, mit einer Sanddüne. Vielleicht auch noch sehenswert. Und zum Schluss kommt noch ein Denkmal. Da haben sie wohl irgendwie aus dem Kopf kann ich das alles gar nicht sagen, einen Fürst festgenommen im Krieg. Und da steht ein Denkmal, wie wert das jetzt war. Gucken wir nachher nochmal. Jetzt kommt hier ein Pausenhäuschen. Sitzgruppe, wird manche sagen. Ja, aber für die Sitzgruppe ist es noch zu früh. So, hier steht auch was. Die Schwarze Elster. Ja, die fließt ja in der Nähe. So, ich muss aber geradeaus weiter. An der Sitzgruppe hier geht's vorbei. Ja, mal wieder vollkommen alleine auf dem Weg hier. Jetzt lichtet sich hier gerade der Wald und die Sonne kommt natürlich schön durch. Puh. Ja, das wusste ich ja, dass es heute warm wird, aber das schaffe ich schon noch. Noch 8 Kilometer geht meine Runde, also sollte wohl zu schaffen sein. Jetzt kommt wieder ein bisschen Schatten. Ach, herrlich. Auch der Blick hier auf die Wiese ist schön, alles voller Blüten. Irgendwo hört man hier einen Habicht oder Bussard. Ja, dann geht's hier weiter. Zieht mich schnurgerade die Wege hier. Naja. Aber schön. Ja, Brombeeren sind schon ein paar, richtig dunkel. Kann man schon kosten. Ja, es geht. Puh. So. Bin ich immer auf diesen Schotterweg hier lang. Am Waldrand entlang. Und jetzt kommen hier große Wiesen und wieder Asphalt. Na ja. Oh, schöne Wiese hier. Ah, ich sehe gerade auf meinem Navi, dass ich hier jetzt rechts rum muss. Also in die Richtung. Richtung Wald. Die Wiese hier rüber. Ja, besser hier Asphalt. Auf alle Fälle. Puh, wenn ich die Hälfte rum habe, dann mache ich eine Pause. Das ist noch ein Stück, 2 Kilometer ungefähr. Ich sag ja, Komoot und seine Wege. Ja. Ein Stück hier vor, dann müsste vielleicht ein größerer Weg kommen. Mal schauen. Erstmal hier über die Bäumchen steigen.
auch hier alles voller Brombeeren. Oh. Wahnsinn. Ja, es sind schon noch viele reif. Da werde ich mir noch ein paar holen. Ja, kann man essen. Ja, richtig schöne Teile schon. Schön groß. Ist ganz süß. Muss bloß aufpassen, dass ich hier keine Spinnchen mitesse. Fleischbeilage. Ja, alles sauber. Aber die Mücken kommen hier. Schmeckt. So, hier kommt wieder sowas wie ein Weg. Ja, doch, der ist wieder größer. Jetzt geht's in die Richtung. Puh. Schön hier der vermooste Baumstamm. Oh, ziemliche Wildnis, wo ich jetzt hier durchgehe. Aber ich soll da vorne wieder noch ein Stück vor und dann geht es rechts rum. Und da ist auch ein kleines Gewässer, ein kleiner Bach oder so. Mal schauen, ob ich den sehe. Geht das mir hier weiter vor. Ah, da kommt ein Baum, der hat unten den Biberschutz dran. Also werde ich hier wahrscheinlich gleich an den Bach kommen. Ich muss auch in die Richtung weiter irgendwie. Jemine, das ist ja wieder ein Weg. Ah, hier ist der Bach. Und da geht ein Pfad da oben weiter. Hier haben sie das Gitterturm oder den Maschendraht. Ah, hier ist der neue Graben, glaube ich, heißt das, wenn ich das richtig entziffere. Ja, dieser Kanal ist wohl im 16. Jahrhundert angelegt worden. Aber ja, vielleicht sehe ich da noch irgendwelche Hinweisschilder. Oder ich blende es euch ein. Puh, oh, gerade schön hier im Schatten. Oh, muss ich mich hier durchzwängen irgendwie. Ja, sieht zwar ziemlich braun aus, das Wasser, aber wachsen sogar Seerosen drauf hier. Oder zumindest die Blätter. Und da so eine winzige Brücke. Schau. Ja. Naja. Nee, ist ziemlich wackelig hier. Möchte ich nicht unbedingt drauf. Ja, Libellen fliegen rum. Oh, schön. Da ist eine Libelle. Sitzt da an so einem Zweig. Und dann geht es hier noch ein Stück hoch. Den Graben. Entlang. Also wenn ich hier reinfalle, tief scheint es nicht zu sein, aber schön erfrischend. Und weiter. So, Kommando zurück. Ich habe nämlich gesehen, meine Route geht auf der anderen Seite des Grabens weiter. Jetzt muss ich wohl oder übel über diesen Wackelkandidat hier. Naja, es geht. So, hier ist unrichtiger Weg. Auf der Seite geht es dann weiter. Auch gut. Ja, hier blühen sogar ein paar Seerosen schon. Sieht schön aus. Ja, überall Biberschutz an den Bäumchen hier oder an den großen Bäumen auch.
Also hier will man nicht, dass irgendwas umgefällt wird und hier vielleicht alles blockiert. Vielleicht kann man ja sogar mit einem Kanu langfahren oder Boot. Keine Ahnung, wie tief das ist hier oder wie weit der geht, dieser Kanal. Jo. Und hier wieder riesige Wiesen. Freie Flächen ohne Ende. Also das Stück hier an dem Kanal gefällt mir jetzt am besten, die Wanderung. Richtig schön hier die Natur ringsrum. Hier auch nochmal Brombeersträucher. Schöne Vegetation überall. Ja, wenn nicht die Hitze so wäre von oben, aber alles kann man nicht haben. Trotzdem schön hier. Schöne Birke hier. Ja. Und dann geht es immer weiter an den Kanal entlang. Sehr schön. Aber keine Pausenplätze hier. Weit und breit. Na, Martin, was ich da mal. Noch 5,4 Kilometer. Eigentlich könnte ich jetzt mal eine Pause machen. Was essen und was trinken. Ah, da vorne kommt sowas wie eine Schleuse oder sowas in der Art. Unter Plattschutz durch. Da gehe ich mal hin. Ja, wahrscheinlich wird das hier umgeleitet. Und fließt dann da oben oder hinten weiter. Ja, hier ist. Also auch eine uralte Brücke da unten. Metallisch aussehendes Wasser, so rotbräunlich. Kremnitz Neugraben Wiederbau, Wiederau. Aha. Abzweig Weizig, Wittenberg, Bezirk Halle. Ach Gott, das ist hier noch ganz alt hier. Noch aus DDR-Zeiten. Ja, da drüben sind Schilder. Ja, vielleicht kann ich mich hier da irgendwo mal auf die Wiese hocken. Puh. Na, wer sagt's denn? Eine Bank. Das ist doch schön. Was gibt es im Wald zu entdecken? Ja. So, mache ich hier ein kurzes Päuschen jetzt. Erstmal einen Schluck trinken. Sogar noch kühl in meinem Beutel. Bloß mein Wasser erwärmt sich zu sehr, weil das in der Nähe vom Rücken ist. Da ist das zu schlecht isoliert hier, dieser Rucksack. Schade. Aber der andere ist mir zu schwer, den ich sonst immer hatte. Ah ja, man wird eben bequem. So, und dann lasse ich es mir schmecken und dann ein bisschen ausruhen. Schön schattig hier, herrlich. Ja, richtig schön hier an diesem Kanal entlang. Das war noch ein schönes Stück von der Wanderung. Hat Spaß gemacht. So, jetzt haben wir noch 5 Kilometer. Ja, da kommt noch ein Badesee. Der ist hier gleich. Und ja, oder ein See. Ich glaube, eine Kiesgrube war das mal. Scheidebach, Scheidelache oder irgend sowas. Ja, kann ich nicht lesen. Vielleicht blende ich euch was ein. So, schön ausgeruht hier an dem Bänkchen. Und jetzt geht es hier noch ein bisschen vor zum Kiepbitzsee. Der ist hier dahinter. Vielleicht kann ich euch ein bisschen was zum zeigen.
In der Mitte von dem See ist eine kleine Insel. Ja, und habe schon einige mit den Fahrrädern hier langfahren sehen, die wahrscheinlich zum Baden waren. Jo. Geht's hier ein Stück vor. Ja, hier an dem See gibt es sogar eine schöne Pausenhütte. Und ein Tümpel. Vielfalt am Wasser. Irgendeine Spende. Ja, gut. Seeblick. Ja, gehen wir da runter. Das hört sich gut an. Und ich muss ja dann gleich in die andere Richtung. Wieder weg vom See. Oh, herrlich. Auch schön hier. Mit einer Bank. Kiebitzsee. Ist das, naja. Ach, da ist die Insel. Ja, da sieht man da. War schön groß. Oh, herrlich. Am liebsten würde ich jetzt hier reinspringen, aber naja. Das sieht auch klar aus, das Wasser. Richtig schön. Gut. Ja, hier steht noch was zu diesem Graben, das wollte ich euch noch vorlesen hier. Dieser kanalartige Graben entstand nach der Errichtung des Annaburger Schlosses 1572 bis 1575 und sollte das notwendige Wasser für die Teiche und Gräben bringen. Den Bau des neuen Grabens in den Jahren 1576-77, gelegentlich wegen seiner künstlichen Anlage auch Anna-Kanal genannt, leitete der Oberbürgermeister Martin Planer aus Freiburg und so weiter. Bis Oktober 1577 bei Abschluss der Arbeiten 2300 Arbeiter damit beschäftigt. Der Neugraben führte damals vom ehemaligen Stichhaus an einem Arm der Schwarzen Elster bis nach Grabow nördlich von Jessen und war reichlich 30 Kilometer lang. Nach weiteren Baumaßnahmen im 19. Jahrhundert zweigt der Neugraben nun bereits bei Neumühl von der Schwarzen Elster ab. Ja, also eine bauliche Leistung damals sicherlich gewesen. Und steht ja immer noch. Cool. Ja, und hier ist dieser Graben. Fließt hier schön durch den Wald, herrlich. Fast wie Spreewald sieht es hier aus. So, ich nähere mich hier dem letzten Highlight für heute. Da muss ich hier durchs hohe Gras und da hinten sieht man das Denkmal, was ich euch noch zeigen wollte. Da werde ich mal hingehen. Ah, man kann durchlaufen nochmal. Ein bisschen zugewachsen. So, jetzt bin ich hier an dem Denkmal. Hier wurde Kurfürst Johannes Friedrich von Sachsen nach der Schlacht bei Mühlberg am 24. April 1547 gefangen genommen. Ja, hurra! Kennt den Burschen nicht, aber vielleicht hat es ja den Richtigen erwischt. So, dann habe ich noch ein Foto hier von dieser Säule. Und hier sind auch noch Tafeln, aber schon leider abgerissen, die Fotos hier. Gefangennahme von Johann Friedrich Kurfürst von Sachsen. In Auswirkung der Reformationen, die durch Luther und so weiter. Ja, ich mache mal euch ein Foto noch von dem, was man hier lesen kann. Brauche ich nicht alles vorlesen. Ach ja. Und wahrscheinlich zeigt das hier die Gefangennahme
Ja. Zur Erinnerung an die Gefangennahme kennzeichnete man die Stelle durch einen Stein. Später soll eine Messingplatte den Stein ersetzt haben. Durch den Falkenberger Kriegerverein wurde am 13. August 1897 ein Gedenkstein gekrönt mit einer Kugel aufgestellt. Aha. Und am 13. August 1988 stiftete die Stadt Falkenberg diesen neuen Obelisken. Also ist das nicht mehr das Original. Ja, hier steht es auch drauf, errichtet vom Kriegerverein zu Falkenberg 1988. Ah, upp. Boah. Puh, die letzten Meterchen, Kilometerchen geht es hier noch richtig durch den Urwald teilweise. Oh, da haben sie mir einen Weg rausgesucht. Da habe ich mir selber rausgesucht. Strengt ein bisschen an bei der Wärme. Naja, noch 1,7 Kilometer, dann bin ich wieder in dem Ort. Dann muss ich noch zum Parkplatz und dann war's das. Wenn ich mich hier rausfinde wieder. Ja, ich sehe gerade, ich bin jetzt wieder an den Hügelgräbern, bloß eben auf der anderen Seite davon. Hier sind schon wieder die Hügel zu sehen hier drin. Hier geht's das wieder los. Ja, das sind die wieder hier, die Bronzezeit Hügelgräber. Ja, also hier sieht man es schön. Da ist ein Grab, also ein Hügel. Und hier kommt der nächste. Da der nächste und so weiter. Relativ dicht auch beieinander hier alles. So, liebe Freunde, ich bin wieder am Parkplatz angelangt. Die Runde ist zu Ende. Ja, war sehr schön. Allerdings auch sehr anstrengend bei der Wärme. Das werde ich wohl nicht so schnell wieder machen bei der Hitze. Es ist extrem. So, ja, das Hünengräberfeld mit diesen vielen Hügeln, das war schon für mich eine Sehenswert. Dann der Weg an dem Kanal entlang, das war eine schöne Naturwanderung bis zu dem See. Dann der Blick auf den See und dann noch der Marsch durch den Wald bis zu diesem Denkmal, wo sie da den, was wir auch immer, weg festgenommen haben. Muss ich mir nochmal nachschlagen, wer das war. Und ja, dann der Rest bis hierher. Mann, das hat sich gezogen. Ja, diese Asphaltstraße nochmal und jetzt diese Wärme. Boah, Klimaanlage. Ich hoffe, du funktionierst. Und dann geht's jetzt nach Berlin. Ja, schönen Dank, dass ihr wieder dabei gewesen seid bei meinem wahrscheinlich ziemlich langen Video wieder, wenn ich das so richtig überblicke, was ich alles geschnippelt und gedreht habe. Naja, ich mach's ja nicht so oft. Also dann, bis die Tage. Bleibt gesund. Tschüss, euer Uwe.